Ein neues Let's Play, Together zu Warhammer 40k Armageddon. Ein Let's Play gemeinsam mit Christian Weigel, dem Spielejournalisten und meinem Dauer-Let's Play-Partner auf meinem YouTube-Kanal. Hallo Christian. Hallo. Hallo, ein neues Spiel, das du schon ganz gut kennst. Du hast die letzten Tage intensiv reingeschaut, weil du für ein großes deutsches Spielemagazin einen Test machst über dieses Spiel und dir deshalb das angeschaut hast. Und deshalb machen wir jetzt mal eine ganz ungewöhnliche Rollenaufteilung. Du bist für den Sachverstand zuständig und ich für die dummen Bemerkungen. Was soll das denn heißen? Soll das heißen, ich bin sonst Lieferant doofer Bemerkungen? Das ist schon mal sehr gut. Jetzt bin ich beruhigt. Ich dachte schon, das würde eventuell jetzt eine unglaublich schwierige, zu schwierige Aufgabe für dich sein, jetzt alles zu erklären. Aber ich merke, du bist hellwach im Kopf und begreifst sehr schnell. Das ist das Spiel also hier, Warhammer 40k Armageddon, und jetzt sollte vielleicht ganz kurz was erklären, etwas zum Spieleuniversum, in dem wir uns hier bewegen. Das ist nämlich eins mit ganz viel Tradition, nicht? Ja, das Warhammer 40.000 oder 40k Universum, eigentlich ist das ja ein Tabletop-Spiel, wo man mit kleinen Figürchen auf einem Tisch gegeneinander spielt und dann würfelt und Waffenreichweiten ausmisst und dann bei Verlust die Figürchen entfernt und Turniere gegeneinander spielt. Aber es gibt da ja auch sehr viele Computerspiele-Umsetzungen, teilweise eben in größerem Maßstab, teilweise mit nur wenigen Truppen, Einheiten oder Kämpfern. Die bekanntesten Figuren aus diesem Universum sind eigentlich die Space Marines. Das sind diese tough aussehenden Burschen in den dicken, bunt bemalten Rüstungen. Aber nicht nur die sind sehr prägnant, sondern auch eben die imperiale Armee, also die Standardarmee, die normalen Jungs. Und genau die spielt man hier in diesem Spiel Warhammer Armageddon. Womit du auch netterweise schon hier die Webcam ersetzt hast, denn genau so sitzen wir beide jetzt auch am Mikrofon, ne? In diesen Uniformen, bunt bemalte Uniformen und sehr schneidig aussehend und einfach sehr fesch und sehr gefährlich. Also ich habe einfach meine Lackstiefel und die Uniform aus unserem Beyond Earth Let's Play, als wir so kriegstreiberisch aufgetreten sind, die habe ich einfach übernommen. Die passt hier für die Stahllegion von Armageddon, die wir hier spielen werden gleich. Passt die auch sehr gut. Ich spreche vielleicht zwischendurch ein bisschen undeutlich. Das kommt deshalb, weil ich ja ganz in der Rolle aufgehen will und je nachdem, wen man hier gerade beschreibt, manchmal so ein Plastikgebiss noch in den Mund nehme mit diesen gewaltigen Hauern, wie bei diesem rotäugigen Herrn, der hier direkt vor uns im Bild zu sehen ist. Warte, habe ich das richtig verstanden? Du hast dich als Ork verkleidet? Mitunter. Ich gehe immer mit. Wenn ich einen Ork angreife, dann tarne ich mich mitunter auch als Ork, um mitzufühlen, wie sich das Opfer fühlt, auf das man schießt. Und die Überraschung ist dann natürlich auch größer für den Ork, wenn er plötzlich von vermeintlich eigenen Leuten angegriffen wird. Ganz genau, sehr so clever. Ist das, ja. Games Workshop, so ist übrigens die Firma, die hier an dem Spiel hier mitverdient, weil sie die Lizenz verkauft hat an Silverreen, an den Publisher. Und Games Workshop, das sind halt die Erfinder, die haben 1987 dieses erste Tabletop-Spiel, über das Christian gerade informiert hat, herausgebracht. Warhammer 40k, später gab es dann noch weitere Editionen. Mittlerweile gibt es eine Flut von anderen Spielen, von Kartenspielen, von Videospielen, von Brettspielen, die alle mit dieser Lizenz hier antreten. Und das ist halt das neueste Computerspiel. Nicht alle waren gut, aber das hier macht einen ersten guten Eindruck auf uns. Und deshalb zeigen wir euch das jetzt auch, weil ein Spiel, das wir selbst grottig fänden, das würden wir euch auch nicht zumuten wollen in einem Let's Play. Aber, ihr müsst tapfer sein. Was ihr gerade gleich als Grafik sehen wird, das ist kein Grafikfeuerwerk. Das ist ein Spiel, das sich mehr auszeichnet durch innere Werte. Insofern passt es auch ganz gut zu uns, glaube ich. Mhm, genau. Ganz kurzer Blick hier durchs Menü. Was gibt es alles? Es gibt einen Multiplayer-Bereich, den zeigen wir euch jetzt nicht. Es gibt neben den Kampagnen, die wir euch gleich zeigen wollen, auch Szenarien, Einzelszenarios, Christian. Ja, dabei handelt es sich aber um die genau gleichen Szenarios wie die aus der Kampagne, nur dass man eben dann als Einzelhäppchen spielen kann. Das machen wir natürlich nicht. Wir stürzen uns in die Kampagne und spielen die der Reihe nach. Noch seht ihr hier alles auf Englisch. Das Spiel, wir zeichnen das hier gerade auf, am 1. Dezember ist vor wenigen Tagen erst erschienen. Eine deutsche Version wird aber nachgeliefert. Wann genau, sagt der Publisher nicht. Aufgrund meiner Erfahrung mit dem Publisher würde ich darauf tippen, dass es noch im Laufe des Monats Dezember erfolgt. Und die kostet dann natürlich nichts. Die Version, die wird dann einfach nachgepatcht. Die deutsche Übersetzung sind erfahrungsgemäß bei Silverreen in der Regel ziemlich gut. Also die machen in der Regel richtig gute deutsche Übersetzungen. Dann werfen wir noch einen Blick ins Optionenmenü. Das fällt relativ karg aus. Oh ja. Mhm.
mehrere Schieber zum Einstellen der Lautstärkeregelungen und der Scrollgeschwindigkeiten und ein paar grüne Häkchen, die wir setzen können, um die Tutorial-Nachrichten auszuschalten oder um den gegnerischen Zug anzeigen lassen zu können, aber viel mehr. Das ist nicht. Ja, falls ihr euch das Spiel selbst zulegen wollt, das ist etwas, was ihr vielleicht sucht und hier dann finden würdet. Hier kann man das Hexfeldraster ein- oder ausstellen und dazwischen gibt es zwischen der ganz der Variante, wo das ganz fett immer eingeblendet wird in der Karte und der, wo es gar nicht eingeblendet wird, noch einen goldenen Mittelweg. Den nehmen wir, wird das nur zart angedeutet. Das ist für unsere Zwecke, finden wir optimal. Soft und zart, das passt ja auch vollkommen gut zu uns. Passt wiederum gut zu uns. Und jetzt gehen wir mal rein in die Kampagnen und ihr seht, es gibt vier, die die Geschichte aufeinander aufbauend erzählen, nicht? Genau, die Geschichte ist ja die große Invasion der Orks auf dem Planeten Armageddon im zweiten Krieg von Armageddon. Und diese vier Kampagnen, die es da eigentlich gibt, dabei handelt es sich um tatsächlich um eine einzige Kampagne. Das sind nur verschiedene Einstiegspunkte. Also wenn man Akt 1 jetzt anwählt, wird man auch beim Spielen der Kampagne da vorbeikommen, wo Akt 2 und Akt 3 beginnen. Wir zeigen euch jetzt den Akt 1, also das Kapitel 1. Damit gehen wir rein mit der Invasion. Und ihr werdet jetzt ein bisschen leise im Hintergrund gleich Stimmen hören, englische Stimmen. Uns wird nämlich die Geschichte erzählt. Vorab aber einen Blick in die Schwierigkeitsgrade. Ich persönlich finde ja, Silverine bieten eigentlich schon auf Standardniveau einen recht tüchtigen Schwierigkeitsgrad. Und ich bin hier mäßig ehrgeizig, Christian. Ja, vor allem wenn wir unsere doppelte Inkompetenz hier gegen die Orks antreten lassen, dann lass uns doch mal den Schwierigkeitsgrad normal wählen, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Ganz leicht trauen wir uns nicht, das würde uns wahrscheinlich ein paar... Das würde zu Verhöhnung führen, ja. Tja, wir wollen nicht verhöhnt werden, wir spielen auf normal. Fog of War, den nehmen wir natürlich mit und das hier ist ganz, ganz pfiffig, finde ich. Das ist eine Funktion, die ich bei vielen Spielen vermisse. Das ist eine Undo-Funktion. Man kann die Bewegung von Einheiten noch zurücknehmen, falls hier das Häkchen gesetzt ist. Aber auch nur mit einer Einschränkung. Falls man sich verklickt hat und merkte, huch, ich wollte dort gar nicht hinfahren, dann kann man eine Einheit wieder zurücknehmen. Das funktioniert allerdings nicht, wenn diese Einheit dann im Nebel des Krieges feindliche Einheiten aufgedeckt hat. Also man kann das nicht missbrauchen, um kostenlose Aufklärung zu betreiben. Und erstaunlicherweise, es funktioniert auch nur so lange, wie man die Einheit das erste Mal aktiviert hat. Wenn man also danach eine andere Einheit aktiviert und dann wieder zurückgeht zur ersten, dann ist diese Undo-Funktion dann auch ausgeschwärzt oder ausgegraut. Die funktioniert dann auch nicht mehr. Mhm. Einen Namen brauchen wir. Das ist ein bisschen doof. Es gibt hier nicht sehr viele Zeichen, die wir einsetzen können. Also irgendwas, sowas wie Writing Bull plus Christian Weigel oder wir lieben unsere deutschen Zuschauer. Alles nicht möglich. Ja. Außerdem werden wir ja mit diesem Namen in der Kampagne angesprochen. Das heißt, wenn da jetzt XY3B Sonderangebot Zwack 10 stehen würde, das wäre irgendwie unatmosphärisch. Also nimm doch irgendwie deinen Vornamen und verfremde ihn ein wenig und dann klingt das schon irgendwie nach Warhammer. Mache ich gerne. Ich habe mir kurz überlegt gehabt, ob ich nicht sowas reinschreibe wie zum Beispiel Google Plus, um vielleicht Sponsorengelder einzufangen, aber es kamen leider keine lukrativen Angebote rein. Also zumindest in den 5 Minuten, seit du gefragt hast. Ja. Mhm. Doppel-L. Ich bin richtig selbstbewusst heute. Ich hau noch ein L raus. Mhm. Start. Das ist eine Funkoffizierin, die uns hier einweist und was wir hier im Hintergrund sehen, dieses riesige turmhohe Gebäude, das ist eigentlich eine Ansammlung von Gebäuden, das ist eine dieser Städte auf diesem verwüsteten Planeten Armageddon, der schon in einem vorigen Krieg furchtbar gelitten hat, nicht? Genau, Städte im Warhammer-Universum, also zumindest Städte der Menschen, die zeichnen sich dadurch aus, dass die sehr pyramidenartig aufeinander aufbauen und man nimmt im Prinzip den Kölner Dom und dann klont man ihn 3000 Mal und wirft alles auf einen Haufen und dann kommt man mit so einem Komplex davon und alles andere, was zwischen den Städten liegt auf dem Planeten Armageddon, ist verseuchtes Ödland und hat unter einem vorherigen Krieg gelitten. Das ist nicht schön. Hab ich erzählt, dass ich übrigens extra zum Start dieses Let's Plays heute Morgen beim Friseur war, um mir eine solche schicke Frisur zuzulegen? Ah, so ein Seitenschnitt. Seitenschnitt und dann Seiten noch rasiert. Genau, Seite rasiert, Nacken ausrasiert und dann, ja doch. Ja. Okay. Man muss halt leider wirklich sagen, dass die menschliche, also die imperiale Fraktion in Warhammer 40.000, das sind schon, also es ist so eine Mischung aus katholische Kirche und Faschismus. Anders kann man es nicht beschreiben. Ich finde das sehr positiv, dass du noch den Begriff Mischung benutzt. Das zeigt doch einen gewissen Respekt vor der katholischen Kirche.
Uns werden hier verschiedene Angebote gemacht. Jetzt haben wir über die ganze Hintergrundgeschichte hinweggequatscht. Vielleicht bist du so lieb. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also, wir sind ein frisch gebackener junger Offizier, Commander Thaniel. Und wir befehligen eine kleine Streitmacht der Stahllegion von Armageddon. Das ist so die hauseigene Armee auf dem Planeten Armageddon, ein Teil der imperialen Armee. Und gerade jetzt, kurz zu Ende unseres Trainingseinsatzes, den man in der Tutorial-Kampagne, die haben wir uns geschenkt, absolviert hat, da zeigt sich, huch, eine riesige Ork-Invasion geht auf den Planeten nieder. Und diese Funkoffizierin, die gibt uns jetzt den Auftrag, wir können entweder dem Befehl des planetaren Gouverneurs folgen und einen wahnwitzigen Gegenangriff gegen die Orks starten, ohne Plan, ohne Ziel, einfach Hurra. Das wäre die Option Counter-Attack. Oder wir könnten, auch das steht auf den, in den Einsatzbefehlen drin, wir könnten eine Gegend erkunden, in der aktuell nicht viel los ist. Bevor ihr euch jetzt fragt oder uns fragt, wie bitte Orks, Science-Fiction-Spiel und Orks, was ist denn da los? Haben die alles zusammengequirlt, was bei drei nicht auf den Bäumen war? Das hat eine Vorgeschichte, und zwar eine Firmenvorgeschichte. Das war zuerst ein Fantasy-Spiel, und später haben die dann halt diese Warhammer-Reihe noch ergänzt, um diese Dystopie, um diese düstere Variante einer Zukunfts-Science-Fiction-Geschichten, hatten ursprünglich vor, das miteinander zu vernetzen, also diese Fantasy- und Science-Fiction-Universen, die irgendwie halb parallel oder miteinander verschränkt laufen zu lassen, bis die irgendwann dann merkten, klappt doch nicht so gut. Aber viele der Figuren der Orks zum Beispiel oder von anderen Gestalten, die aus diesem Fantasy-Universum kamen, die finden sich halt hier auch noch in dem Science-Fiction-Zweig dieses Warhammer-Doppeluniversums wieder. Und diese Orks, die haben sich tatsächlich überall im Universum breit gemacht, übrigens auch die Menschen. Und genauso wie wir Angst und Hass gegenüber den Orks empfinden, haben die auch ganz böse Empfindungen gegenüber uns Menschen, denn die Terraner oder die Menschen, die haben sich überall im Universum ausgebreitet, und die Orks wiederum, die neiden uns unseren Wohlstand und benutzen irgendwelche Raumschiffe oder Raumschiffwracks, die sie irgendwo finden, oder Planeten, die sie ausplündern. Alles, was an Technologie da ist oder an Raumschiffen, raffen die zusammen, um dann von einem Planeten zum anderen zu hin und her zu fliegen und uns unser Hab und Gut zu neiden, Christian. Ja, richtig. Also diese Orks, also vor allem die Orks im Warhammer-Universum, die haben so die Mentalität von Football-Hooligans, und die haben das ist Spaß für die. Die haben wirklich Spaß am Krieg, das ist ihre Hauptlebensbeschäftigung, das ist ihr Hobby. Die denken an nichts anderes, und das ist auch die einzige Karriere, die man als Ork verfolgen kann. Größer und stärker zu werden als all die anderen Orks und noch mehr Ork-Unterlinge um sich zu scharen und mit denen dann in den Krieg zu ziehen. Und die größten und dicksten Orks, das sind dann die richtigen War-Bosse, also die Kriegsbosse, und die führen dann eben Ork-Kriegszüge von Millionen von Orks an, und wenn die eine kritische Masse erreichen, dann planen die einen neuen Feldzug. Also, naja, planen ist vielleicht falsch gesagt, die branden dann einfach irgendwo hin. Das ist übrigens bei unserem Commander Thaniel, bei dem ist das ganz anders. Die Hintergrundgeschichte von ihm, die Biografie wird ja jetzt nicht eingeblendet, nur ganz, ganz kurz. Sein großer Traum, und er wurde durch diese Karriere jetzt beim Militär, wo der zwangs rekrutiert worden ist, schnöd unterbrochen. Sein großer beruflicher Traum ist eigentlich Nageldesigner. Nageldesigner? Ja. Also Zimmermannsnägel und Dachpappennägel. Nein, und sowas. Nein, die Clown. Nageldesigner. Mit das, so kleinen, das ist ein dekadenter Beruf. Ich weiß nicht, ob das im Imperium erlaubt wäre. Ich glaube, da müsste sofort die Inquisition zuschlagen. Oh, jetzt verlieren wir gerade alle Nageldesigner und Nageldesignerinnen in unserer YouTube-Community. Alle Zuschauer, die davon träumen, eine Nageldesigner-Karriere zu machen, sind jetzt weg. Und ich sehe live und in Echtzeit, dass hier die Zuschauerraten um 0,0005 Promille gerade gesunken sind. Moment, da muss ich zurückrudern. Ich glaube, auf unserem Planeten ist es völlig okay, Nageldesigner zu werden. Das ist ein anerkannter und ehrenwerter Beruf. Aber in so einem kriegsgeschüttelten Universum wie dem Warhammer-Universum, die brauchen keine Nageldesigner. Sag mal, Counter-Attack, oder gehen wir stattdessen hier auf Sparflamme und wollen erstmal die Gegend erkunden in dieser zweiten Option? Ja, es wundert mich, dass wir hier als junger, untergeordneter Offizier so überhaupt eine Wahl haben, irgendwas auszuwählen. Ja, dann nehmen wir doch den Etappenposten. Ja, machen wir das. Mhm. Da kriegen wir vielleicht Erbsensuppe oder Gulaschkanone serviert. Fände ich klasse. Denn wenn schon Kanone, dann bitte, bitte für den Einsteiger eine zum Essen. Hier hätten wir dann auch den planetaren Gouverneur, den Overlord von Strap oder von Straab, der hier eine feurige Rede hält für die Soldaten, die den Gegenangriff ausführen dürfen. Da sind wir ja nicht dabei, das geht uns gar nichts an, das kannst du wegklicken. Ah, ich bin Großmeister in Sachen Wegklicker.
Das mal die Frau mit der schneidigen Frisur, die uns jetzt ein bisschen einführt in unseren Job. Also sie ist wohl unser Kommunikationsadjutant. Bla bla bla. Was? Ihre Familie kam bei einem... Das will ich überhaupt nicht wissen, ob ihre Familie bei einem Ork-Luftangriff ums Leben kam. Also wir sollen auf jeden Fall das Hive Deathmire, also Hive heißen alle diese Städte, erkunden und schauen, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Dass sie sich hier auskotzt mit ihrer Psychogeschichte. Wir sind da keine Therapeuten hier. Ja, unglaublich. Eben. Vor allem, dass man gleich seinen Vorgesetzten damit volljaunert, ja, was, in der Tat. Was der eigene Leidensweg ist, ist ja fürchterlich. Also bitte, wirklich nicht. Mhm. Unser Ziel hier bei diesem Szenario, das, wie ihr seht, nur 15 Runden dauert, ist es, 3 Siegfelder zu besetzen. Mhm. Ah, ihr seht ja übrigens das erste Mal überhaupt. So sieht die Spielwelt hier aus. Und wow, 3D-Effekte, noch und nöcher. Wahnsinnig stark animierte Wälder, die hier wiegen in den planetaren Winden. Und von diesem fantastischen 3D-Gebäude, da steigen auch Lauft- und Raucheffekte auf. Nein, alles nicht. Das ist jetzt wirklich hier alles noch ganz klassisch, so eher 2D, nicht? Mhm. Wir können hier bewegt sich nichts. Hier wirft, ne, einen Schatten werfen die Fahrzeuge immerhin, aber ich glaube, der ist mit drauf gemalt. Nö, also hier ist alles sehr animationsfrei. Nun zeigen wir ja auf dem YouTube-Kanal viele sehr, sehr hübsche Spiele. Und ich bin ein großer Fan auch von atmosphärisch dichten Spielen mit schönen, schönen Spielwelten. Aber ich habe persönlich auch nichts dagegen, mal zwischendurch noch sowas zu zeigen, wo man sich denkt, hoppla hopp, Blick auf den Kalender, sind wir hier Ende der 90er Jahre angelangt. Wenn das Spiel drumherum schön gestrickt ist mit guten Regeln und wenn es Spannung bringt, dann ist das alles okay. Und jetzt tue dem Spiel mal nicht so arg Unrecht, weil schön aussehen tun die Einheiten schon. Also die Panzer sind alle sehr detailliert gezeichnet. Die Infanterie sieht gut aus, die Gebäude und die Straßen und die Wäldchen. Es ist halt alles sehr statisch, nichts bewegt sich, es gibt keine Animationen. Und wenn wir eine der Einheiten anklicken, dann sehen wir viele, viele Werte. Das sind die Werte hier auf der rechten Seite. Also dieser Trupp hier beispielsweise, fangen wir mal mit dem hier an, beispielsweise. Das sind Flammenwerfer, Christian. Das ist ein Infanterietrupp, besteht aus 15 Mann, wie man an dieser Zahl, an diesem goldenen kleinen Rahmen sehen kann. Oder 15 Squads oder wie auch immer, das kann man nicht so genau sagen. 15 Männchen sind das. 15 Männchen sind das, genau, 15 Soldaten. Und jeder von denen trägt einen Flammenwerfer. Ja. Und die haben insgesamt eine Lebenspunkteanzahl von 1, aber insgesamt heißt pro Mensch. Also jeder Mensch hat einen Lebenspunkt, sodass diese gesamte Einheit, hier werden zwar nur 5 dargestellt, aber stellt euch vor, es wären 15, verfügen dann also über 15 Hitpoints, 15 Lebenspunkte. Mhm. Genau. Nächster Wert, Verteidigungswert, Defense. 37, genau. Nicht so hoch, spielt eine Rolle, wenn man angegriffen wird. Je mehr Defense man hat, je mehr Rüstung man hat, desto schwerer ist man kaputt zu kriegen oder zu töten. Und dann gibt es noch einen Initiativwert, der beträgt ja 9 und der spielt dann eine Rolle, wenn man auf den Gegner trifft und der schießt zurück. Genau. Je höher die Initiative, desto größer ist die Chance, dass man selber zuerst schießen darf. Das ist natürlich von Vorteil. Das finde ich auch vorteilhaft. Und auf der rechten Seite sind dann nochmal hier 5 Werte, die gehen wir auch mal der Reihe nach durch. Das hier ist die Reichweite, die beträgt hier 0. Das heißt, da muss ein Gegner... Mit einem Flammenwerfer muss man sehr, sehr nah rangehen. Da muss also ein Gegner wirklich direkt vor der eigenen Brille stehen, damit man den flambieren kann. Man kann den Flammenstrahl nicht über eine größere Entfernung schicken. Mhm. Nächster Wert, Attack Strength. Das ist die Angriffsstärke. 30 steht hier, ja. Ich sehe ganz es genau, unter dem Mauszeiger. Ganz genau. Das zerbrochene Herz, das heißt, dass jeder von diesen 15 Menschen halt mit diesem Kampfwert oder mit diesem Angriffswert halt losschießt. Und das daneben, das ist der Rüstungswert, aber das ist nicht der eigene Rüstungswert. Der eigene Rüstungswert ist der hier unten, ja, die 37, sondern das ist dieser Prozentwert, Armor Piecing, der drückt aus, wie stark man die Rüstung des Gegners kleinkriegen kann. Ob man dann einen Bonus bekommt, wenn man den angreift. Und mit einem Flammenwerfer ist das 0. Ist das 0. Das heißt, mit einem solchen Flammenwerfer sollte man sogenannte Softes-Ziele angreifen, also andere Menschen beispielsweise, nicht unbedingt Panzer, denn das eigene Vermögen, dessen Panzerung zu durchdringen, da hat man halt gar keinen Effekt. Umgekehrt, ich wechsle jetzt noch mal schnell rüber hier, zu dieser Einheit zum Beispiel, zu diesem Basilisken, diesem Panzer, den wir hier haben, der hat einen hohen Wert hier bei der Panzerung oder beim Durchdringen feindlicher Panzerung. Genau. Und das bedeutet, wenn der einen anderen Panzer angreift, dann... dann fällt ihm das leichter, dessen Panzerung zu durchdringen.
Ich habe es vorhin mal nachgelesen. Ein Panzerbrecherwert von 20 reduziert beim Gegner die Panzerung um auch 20. Das ist quasi die gegnerische, die Reduktion dabei. Das heißt, der hätte jetzt hier 41 Panzerung, wie man da sieht, bei der eigenen Panzerung, genau. Und wenn er jetzt von einem anderen Basilisken angegriffen würde, hätte er nur 21. Das heißt, dieser Prozentwert hier ist eigentlich irreführend, weil es geht ja um eine, um den absoluten Wert, um den das reduziert wird. Genau. Und jetzt natürlich auch die Überlegung, wen greift man mit wem an? Also klügerweise, so ein Panzertrupp, der besteht nur aus 5 Panzern. Schaut mal, hier oben steht das. Ne? Mhm. Das sind 5 Panzereinheiten. Jeder von denen hat 2 Trefferpunkte, sodass sie insgesamt auf 10 Lebenspunkte kommen, so ein Trupp Panzer. Aber, und die feuern hier 3-mal. Das ist der nächste Wert, Number of Shots, Christian. Mhm. Genau, 3-mal. Und wenn man das multipliziert, 5 Panzer schießen 3-mal, kommen wir auf 15 Schüsse. Und da vergleichen wir wiederum jetzt nochmal das hier mit diesem Flammenwerfertrupp. Die haben 4 Schüsse bei 15 Menschen da drin. Das käme dann hoch auf 60 Schüsse. Also wir hätten ja 60 sehr schwache Schüsse, mit denen es gut wäre, andere Trupps mit vielen Mitgliedern zu rösten. Oder eben mit diesem Basilisken, mit diesem Artilleriegeschütz, da hätten wir weniger Schüsse, dafür aber mehr Panzerbrechwert. Das heißt, wir könnten rein theoretisch mit einem solchen Panzer auf einen Infanterietrupp schießen, aber sonderlich effizient wäre das nicht, weil der kann halt nur 15 Schüsse abgeben, 3x5, und wenn da so ein großer Infanterietrupp ist, das macht wahrscheinlich mehr Sinn, dann auf einen anderen Panzer zu schießen. Dann kommt auch dieser Panzerbrechungswert besser zum Tragen. Und dann gibt es hier noch den Wert Genauigkeit. Genau, ich glaube, Genauigkeit in dem Fall 100%, und das nimmt ab, je weiter man entfernt Gegner aufs Korn nimmt. Ich glaube, das nimmt 10% pro Hexfeldentfernung ab. Und dann haben die noch verschiedene Waffen, mit denen sie ausgerüstet sind. Das sind hier diese Zeilen und die Texte, die dort stehen. Hier nochmal ein Blick auf den Flammenwerfer. Der hat halt nur einen Flammenwerfer auf dem Rücken. Und dieser Panzer hier, der verfügt gleich über 2 Kanonentypen, Christian. Genau, das ist einmal das dicke Artilleriegeschütz, was er auf dem Rücken mit sich führt, diese Earthshaker Cannon. Das ist das Hauptgeschütz, Reichweite 3 bis 6 Felder. Und für den Notfall, für die Nahverteidigung, ist vorne im Rumpf auch noch ein schwerer Bolter montiert, also so eine Art Maschinengewehr auf Steroiden. Der hat 3 Reichweite. Und wenn er jetzt meinetwegen über einen Feldabstand von 5 Feldern, sagen wir mal, auf einen Gegner ballert, dann kommen halt nicht beide Waffentypen zum Tragen, sondern dann klappt das hier nur mit dem ersten Waffentyp. Ja, genau. Der zweiten kann man dann aber leider nicht mehr getrennt auf jemand anderen schießen, sondern der Angriff ist dann einfach verbraucht. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an, was das hier für komische Punkte sind, die ja in der Nähe sind. Also das könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich sag euch, dass wenn man mit links auf eine Einheit klickt, dann ist die aktiviert. Wenn man mit links dann woanders draufklickt, und zwar auf einen dieser Punkte, die da stehen, dann zieht die Einheit bis dorthin. Wenn ich nochmal mit rechts klicke, dann wähle ich die Einheit ab. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes bei diesen Infanterieeinheiten. Dann gibt es nämlich 2 Typen von Feldern, auf die man ziehen kann. Manche sind mit Punkten markiert und manche mit so grauen Fahrzeugsymbolen. Genau, auf die Felder, die mit Punkten markiert sind. Wenn wir da uns hinbewegen, dann bedeutet das, dass der Infanterietrupp dort zu Fuß hinmarschiert. Und dort auch zu Fuß stehen bleibt. Und deswegen zum Beispiel auch in diesem Gebäude dort Deckung nehmen kann. Da ist ja auch ein grauer Punkt drauf, eins südlich von dem. Ja, genau da. Die Punkte, die mit grauen Fahrzeugsymbolen markiert sind, die sind so weit weg, dass die Infanterie in ihr eigenes Transportfahrzeug, in ihren Schützenpanzer steigen muss, um diesen Punkt zu erreichen. Nicht jede Infanterie hat unbedingt von Beginn an einen solchen eingebauten Truppentransporter quasi. Woran erkennt man das? Ob die Einheit einen hat oder nicht? Ja, das erkennt man tatsächlich, wenn man draufklickt und sie sich bewegen lässt. Man könnte aber auch einfach die Einheit, also man sieht es leider direkt selber an der Einheit nicht, man könnte aber die Armeeliste anschalten, dann ist das mit einem kleinen grauen Truppentransporter-Symbol hinterlegt. Wo man das auch machen kann, hier unten rechts, das sind ja die Befehlsbuttons für diese Einheit. Da gibt es hier noch Mount, Unmount. Also aufsitzen und absitzen. Genau, also hoch in den Sattel oder wieder runter. Ja, das heißt das wirklich. Ja, und wenn man da einmal draufklickt, schaut mal bitte hier auf den Soldaten. Ach, wir gehen mal ganz nah ran. Ich klicke einmal drauf und ups, sind die verwandelt in einen Truppentransporter. Und nochmal draufgeklickt, das kann man so oft machen, wie man will. Die sind nicht verwandelt, die sind da eingestiegen. Meinst du nicht, die verwandeln sich plötzlich wie in einem Fantasy-Film irgendwie in eine ganz andere Gestalt? Die sind da eingestiegen. Meinst, 15 Mann rollen sich zusammen, bilden eine Formation und verwandeln sich in einen
Truppentransporter. Ich gucke jetzt doch mal hier auf die Packung drauf. Ist das hier Transformers? Ach, das ist gar nicht Transformers. Ich dachte, Nein. Wir spielen hier Transformers und gleich kommen irgendwelche Roboter. Du musst dir das anders denken. Der Truppentransporter ist schon mit auf dem Hexfeld mit dabei. Der ist halt so wie früher die Kavallerie dann eben einen Mann genommen hat, der dann 20 Pferde nach hinten führte, während vorne das Gefecht losging. So sitzt der Truppentransporter dann auch am Spielfeldrand und wartet. Pferdchen gibt es hier auch noch. Es ist wirklich stimmt. Viel, viel, viel Folklore hier. Man kann also auch hier aufsitzen. Und den Rest, den schauen wir uns an in der nächsten Folge. Ach, ist schon wieder soweit für den Break. Ist mal schon. Wir haben so viel erklärt jetzt. Wir wollen ja auch nicht die Gehirne unserer Zuschauer bis zum geht nicht mehr voll stopfen. Die sollen auch mal kurz verschnaufen dürfen. Und wir auch beim Reden. Okay, beim nächsten Mal schauen wir uns unsere Armeezusammensetzung an. Machen wir. Bis dann. Mhm. Tschüss. Tschüss.